75 Jahre ist es her, dass sich aus einer bescheidenen Bäckerei mit Kolonialwaren ein modernes und erfolgreiches Großhandelsunternehmen entwickelte und heute noch den Namen des Firmengründers Josef Zing trägt. Sie werden es nicht bemerkt haben, aber der kleine Knirps in dem Einkaufswagen ganz zu Beginn dieser Bilderreihe ist heute 45 Jahre, steht vor Ihnen und begrüßt Sie zu 75 Jahre Zing, auch im Namen meines Vaters Hans-Jörg Kist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. In der Servisa war ein Artikel, da hieß es, ein Pionier des guten Geschmacks. Und ich denke, das trifft das Unternehmen auf den Punkt. Sie haben immer dafür gesorgt, dass in beiden Generationen, dass der Servicebund herausragende und neue, tolle Artikel bringt. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Und ich möchte, und deshalb habe ich das hier gestellt, auf die Familie Kist anstoßen. Sie können es nicht, weil Sie noch da unten sitzen. Das können wir nachher machen. Prost. Herr Riebner, 75 Jahre sind es nicht ganz, die Sie die Familie Kist begleiten, aber 41 sind es doch immerhin schon. Zunächst beruflich verbunden, über die Jahre auch freundschaftlich, privater Kontakt daraus entstanden. Herr Riebner Food aus München wird Ihnen sicherlich ein Begriff sein, hat den Servicebund mit begründet. Lieber Hans-Jörg, von den Servicebund-Unternehmen war besonders die Firma Zing von deinem Willen und Mut zur Qualität und im Besonderen geprägt. Gestatte mir eine kleine Metapher. Wenn man auf den Hühnerhof kommt, hört man zuerst den Gockel. Man sieht ihn auch zuerst. Bunt, elegantes Kleid, selbstbewusster Schritt. Aber die Eier, die legen die Hühner. Ich möchte dich, Hanni, hervorheben. So wie Hans-Jörg das Unternehmen außen präsentierte und vertrat, brachtest du die weiblichen Energien ins Unternehmen. Lieber Hans-Christian, dein Vater hat anerkennend gesagt, der kann gut trinken. Das heißt, du hast die geschmacksselektiven Fähigkeiten deines Vaters. Du hast deinen eigenen und wie bewiesen erfolgreichen Stil entwickelt und gibst mit euren Leistungsträgern, Herrn Gerber und Herrn Schemel, dem Unternehmen Profil als ein Partner auch für das Besondere. Und jetzt zu dem Mann, der, wenn ich es mir richtig habe erzählen lassen, wenn da ein Fax mitten in der Nacht ankommt, das irgendein Koch in höchster Not noch draufgelegt hat, weil er morgen ganz schnell noch was haben muss und vergessen hat, in der Eile den Namen draufzuschreiben oder den Absender, dann geht er hin und sagt, ach, das ist doch der Herr Gerber, der ist das, die gute Seele des Betriebes seit nunmehr, sagen Sie selber? Seit 40 Jahren. Unglaublich, 40 Jahre ist Herr Gerber im Betrieb. Kommen Sie doch mal mit nach vorne. Erstens, weil Sie alle sehen möchten und zweitens, weil der Herr Dr. Förderer noch was für Sie hat. Darf ich Sie geleiten? Nimmt den direkten Weg. Ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie noch im Betrieb vorhaben, aber auf jeden Fall noch einige. Das ist auch schön zu hören. Und thank you.
immer noch mit großer Leidenschaft fürs Genießen und Entdecken, habe ich mir sagen lassen. Und Sie haben sich auch gleich zu Herrn Hans-Jörg Kist gestellt, weil Sie zwei natürlich auch schon eine langjährige Freundschaft verbindet, seit 41 Jahren. Wie alte Ehepaar. Wie ein altes Ehepaar, ja. Ja, aber es war, das war so aufregend. Ich kann mich erinnern, dass ich in Euphorie, nachdem wir das getrunken haben, dann ging, das war in einem Restaurant, habe ich mich revanchieren wollen für diese wunderbare Tropfen, der ich so schnell, das kann man nicht vergessen, ich spüre das immer noch jetzt, habe ich bestellt 28er Lafitte Rothschild, das konnte man nicht mehr trinken, aber wir haben es getrunken. Weil es so teuer war. Weil das so teuer war. Aber ein Genuss war es nicht mehr. Ja.